Action Coin heißt unser Projekt. Wir wollten, also mit dem Ziel, Wertmarken zu ersetzen. Das kennen Sie bestimmt alle, das sind diese lustigen Karten, die man zum Beispiel bei Schulfesten bekommt, wo man irgendwie 50 Cent dafür bezahlt und dann gehen die verloren und dann kann ich nochmal welche haben. Solche Sachen, die sich dann alle da entziehen, die da alle passieren, das kennt man ja alles. Und das wollten wir halt alles verbessern. Unsere Ziele ist es, wie gesagt, Wertmarkensysteme zu ersetzen und dabei noch nebenbei Features, die das Digitale uns bringt, einzubauen, wie zum Beispiel das einfachere Führen von Statistiken, Ausgaben, eventuell sogar Familienaccounts, damit man dann über mehrere Leute tracken kann und eventuelle Auflösungen kriegt und so vieles mehr, was da nicht alles draufkommt, wo sicher kreative Leute noch erweitern können. Dann nächste Folie, genau. Dann zum Datenfluss in der App und wie das genau funktioniert, erzählt euch jetzt Jonathan etwas. Okay. Gemutet. Okay, also wir fangen an mit einem Händler, der ein Item hat und das möchte er verkaufen. So. Okay. Dem Item wird jetzt eine ID oder ein Code zugeordnet. Und dieser Code wird einer Datenbank hinzugefügt. Das ist bisher noch sehr einfach. So. Wenn jetzt ein Kunde ankommt und sagt, ich möchte das Item haben, dann sucht er sich den Code raus, und dann gibt er den Code ein. Und dann wird er von der Webseite oder von der App gefragt, willst du das wirklich kaufen? So als Bestätigung, weil man kann ja aus Versehen verklicken. Und entweder bezahlt man dann das Item mit seinen Wertemarken oder man bezahlt halt eben nicht und kriegt nichts. Hier ist noch einmal die Textversion davon. Und wir machen halt auch noch ein paar Checks, damit nicht auf einmal Wertmarken aus der Luft entstehen und solche Dinge, dass man nicht Sachen kaufen kann, wenn man das Geld nicht hat und vieles weitere, was aber so Standardsachen sind, die man erwarten würde von solchen Systemen. Genau. Und Features, die wir haben, die sind noch im Early Access in dem Sinne. Aber wir haben aktuell funktionierendes Account Management. Wir haben, soweit wir wissen, keine Fehler, die dazu führen, dass wir Geld produzieren. Die Abrufgeschwindigkeiten sind erstaunlich schnell. Wir kriegen alles Mögliche an Daten und Transaktionen geregelt, ohne dass wir dabei Probleme haben. Und es funktioniert eigentlich alles für die Zeit sehr gut. So, dann kommen wir jetzt zu Problemen. Das kann müssen wir machen. Du bist noch gemutet. Also wir hatten unterschiedliche Probleme. Zum Beispiel Payment-Systeme an sich, die müssen sicher sein, da musst du richtig viel für können, damit du die wirklich gut baust. Und wir möchten eigentlich niemandem sagen, dass er unser System im jetzigen Zustand benutzen soll. Das ist eine ganz schlechte Idee, weil es hat sehr wenig Testing und sehr viele Fehler. Obwohl wir da sehr viel Arbeit reingesteckt haben, aber 2 Tage sind nicht genug Zeit, um alles aufzusetzen, weil viele von uns hatten ja nicht einmal alles Mögliche installiert, damit wir wirklich anfangen können zu arbeiten. Und es ist eine generell eine blöde Idee, das irgendwie zu benutzen derzeitig, weil die Sicherheit ist noch sehr fragwürdig. Dann kommen wir jetzt zur Live-Demo und hoffen, dass die Demo-Götter gut gestimmt sind. Halt, das ist die falsche Folie. Da wollen wir hin. Und dann holen wir uns die Live-Demo aus dem dritten Chrome. Das ist diese hier, genau. Das sollte man jetzt sehen. So, das ist unsere App. Man kann sich jetzt als Nutzer einloggen oder registrieren. Ich habe schon mal zum Zeigen einen Nutzer erstellt. Da kann man seine eigene E-Mail machen, eventuell noch E-Mail-Confirmation. All das haben wir alles noch nicht, aber das kommt noch. Also das sind noch Ziele. Dann kann man sich einloggen. Das jetzt genau. Und dann kann man eine neue Transaktion beginnen und das was von dem Händler kaufen. Ich habe eine Transaktion vorbereitet vorher, da das jetzt alles mit Händler-Account switchen und so weiter ziemlich aufwendig ist. Das ist das, was dem Kunden am Ende sichtbar ist. Der Kunde bekommt von dem Händler einen vierstelligen Code. In diesem Fall ist das BFLV, also einfach irgendwelche zufälligen Zeichen, die werden generiert. Und wenn ich dann Go drücke, dann sagt er mir, was ich gekauft habe. In dem Fall ein Alpaka
für 10 Wertmarken, ist erstaunlich günstig, und berechnet mir, ob ich das am Ende, was ich alles haben würde. Wenn hier also mehrere Items wären, dann würde hier auch alles aufgezeigt. Und wenn ich das dann akzeptiere, dann funktioniert das und da hört jetzt das Frontend auf, das ist jetzt alles bezahlt und gelockt und wurde informiert, aber wir haben das noch nicht ganz fertig. Das heißt, jetzt müsste hier noch Umleitungen und so weiter rein. Aber genau, so wäre der Payment-Prozess und jetzt ist dieser Code zum Beispiel, jetzt ist dieser Code wieder ungültig und genau, das ist das Payment-System. Damit, die Idee ist damit, die Nutzerfreundlichkeit so hoch wie möglich zu halten, Tipparbeit, Fehler und all sowas zu minimieren. Genau. Und das ist eigentlich alles, was wir bisher haben.